Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und ihr seht es, wir sind wieder zurück in der Hauptbase. Und das hat folgenden Grund. Mir ging das mit den Schnecken nicht mehr aus dem Kopf. Wir sind zwar mit den Motoren noch nicht fertig, die laufen auch noch nicht wirklich. Und es fehlt auch noch tonnenweise Blei. Aber ich würde jetzt gern die Problematik mit den Schnecken schnell angehen, weil, wie schon angekündigt, ich habe das erstmal hier aufgetrennt, das Lager mit den Schnecken war voll. Es lief zwar noch ein bisschen, also das Förderband hat sich gerade gefüllt. Das wäre aber nicht mehr lange gut gegangen. Ja, das ist natürlich alles Mist. Jetzt wollte ich eigentlich gucken, dass ich die ganzen Schneckenfarben wieder zurück ins System bekomme. Das wäre theoretisch machbar. Allerdings ist meine Konstruktion so, ich sage jetzt mal vorsichtig, scheiße. Ich komme einfach nicht mehr ran. Also ich müsste theoretisch, also ohne groß umzubauen natürlich, ich muss auf jeden Fall vor den unteren Lagercontainer rein, weil dahinter macht es ja keinen Sinn mehr. Dann stauen sie sich ja auch auf. Das heißt, sie müssen hier rein. Ich habe weder da noch hier Platz für einen Splitter. Das ist alles super sau eng. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das anders. Hat vielleicht sogar einen kleinen Vorteil. Und zwar habe ich jetzt hier intelligente Splitter aufgestellt. Das wird nicht ganz reichen. Da müssen wir nochmal 1, 2 hinstellen irgendwann. Aber das sollte passen. Und das sind Shredder-Container. Das heißt, die Farben habe ich schon alle eingestellt. Wenn jetzt was kommen sollte, wird es hoffentlich, das sind schon welche drin, ihr seht das, alles in die richtigen Container eingelagert. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass man hier immer einstellt, alles Unbestimmte. Weil sonst, wenn man beliebig einstellt, dann geht halt auch die Farbe, die nach rechts weg soll, auch mit durch. Das Problem hatte ich beim Schneckenfutter und ich wusste nicht, was los ist. Gut, müssen wir mal gucken, ob sich das jetzt wirklich auch so verhält. Ja, und hier haben wir schon ein Problem. Hä? Hier sind super viele Farben rein. Was ich nicht verstehe. Alles unbestimmt. Die blaue nach rechts. Oder habe ich jetzt wieder einen Denkfehler? Nee, eigentlich. Die weiße. Okay, Moment mal. Ich will das jetzt irgendwie testen. Was machen wir jetzt? Ach, das Ding labert die ganze Zeit. Wir stellen jetzt mal hier schnell einen Container hin. Dann nehmen wir hier die Schnecken raus. Oder rutschen die einfach durch, wenn rechts kein Ausgang ist. Das kann auch sein. Aber eigentlich nicht. Moment, wir schließen schnell alles an. Ich und intelligente Splitter. Unglaublich. So. Die weiße Schnecke. Genau. Das passt auch. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Die gelbe. Jawohl, und das haben wir hier. Blau. Oh, das Ding labert und labert und labert. Genau, jetzt passt es. Das war eigentlich die Idee. Und was jetzt noch alles unbestimmt ist, geht dann wieder hier rein. Es kann sein, dass ich jetzt ein, zwei Farben vergessen habe. Und vor allem, wichtig, die Farben, die noch kommen, gehen auf jeden Fall hier rein. Wir nehmen jetzt mal einfach alles an Schnecken mit, hauen das jetzt hier rein. Der Vorteil an diesem System ist, wenn ich jetzt irgendwo bin, wie jetzt zum Beispiel mit den Quantenkristallen, und ich brauche eine gewisse Art von Schneckenschleim, gehe ich einfach hierher und die Lager sind ja dann theoretisch voll. Dann kann ich mir hier einfach die Schnecken rausnehmen, die ich brauche für den Schleim, und dann Abfahrt dahin, wo ich den Schleim brauche. Was war mit dem los? Naja, gut. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn ich könnte natürlich logischerweise jedes Mal hierher gehen, deswegen habe ich ja jetzt hier auch die Container. Hier bei den blauen zum Beispiel. Obwohl die leer sind. Ach ja, genau, weil die ja schon zu Schleim gemacht werden hier. Deswegen habe ich das lieber so. Dann habe ich auf jeden Fall immer safe welche am Start. Genau, hier kommen jetzt die gelben Schnecken, cool. Hauen wir mal den ganzen Rest noch rein. Und theoretisch müssten ja dann die pinken, genau,
wieder rein. Moment, ich nehme mal alles mit. Und Türkis. Die Anlage da hinten habe ich schon aufgestellt. Da müssen wir jetzt bloß gleich noch gucken, wegen am Futter, wegen am Wasser. Da habe ich hinten auch übrigens gesehen. Das schaut gut aus. Das schaut verdammt gut aus. Da habe ich gesehen, es kommt ein bisschen arg wenig Wasser an und auch Futter. Also doppelt scheiße. So, jetzt hauen wir mal den ganzen Spaß hier noch rein. Dann dürften jetzt geradeaus nur noch irgendwann mal Türkis, die hier, das testen. Ich könnte es hier rausnehmen, aber wir können es auch einfach testen. Und die pinken. Gut. Pinke habe ich. Und hier ist schon wieder eine gelbe drin? Nee. Okay, haben die eigentlich verschiedene Farben, die Schnecken? Ja. Also auf dem Display meine ich. Das habe ich ja noch nie gesehen, weil bei mir war es immer gemischt. Gut, jetzt müssen wir mal ganz kurz warten. Das sollte ja gleich. Naja, es dauert schon ein bisschen. Wo sind jetzt die Pinken? Hier. Wir machen das jetzt mal so. Das nimmt immer von hinten, genau. Und wo ist das Türkise? Machen wir hier. Und die müssten jetzt eigentlich durchlaufen. Okay, Moment mal, das war mein Fail. Ich habe hier Türkis eingestellt. Das ist natürlich ein Schmarrn, die brauche ich. Warum ist hier mittlerer Ausgang pink? In der Mitte, bitte, alles Unbestimmte und rechts, das verstehe ich jetzt nicht. Türkis war hier. Aber die waren doch jetzt hier drin. Moment mal, also ohne Scheiß. Nochmal. Theoretisch müssten die jetzt da vorne rein, obwohl sie nicht rein... Sollten nach rechts erstmal gar nichts, okay. Kann das jetzt sein? Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die beiden sind theoretisch leer. Wie viele Anlagen habe ich denn? 1, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. 8, 9. Theoretisch in der Tasche. Dann war das jetzt ein Schmarrn, was ich hier gemacht habe. Dann haben wir sogar noch 2 Container über. Nicht schlecht. Dann mache ich jetzt hier mal gar nichts rechts raus. Und hier... Doch, Theo... Doch, doch, Moment mal. Jetzt habe ich's. Hier pink, weil die machen wir jetzt gleich. Und hier die Türkisen, die machen wir jetzt auch gleich. Jetzt wird ein Schuh raus, Leute. Und theoretisch sollte jetzt hier nur noch das rein, was wir noch überhaupt nicht haben. Schwere Geburt. Aber so sollte das aufgeteilt werden. Ich hoffe, das passt. Gut, hier haben wir die Weißen. Dummerweise habe ich jetzt hier... Moment, ich will das mal zeigen, weil das hat mich ein bisschen genervt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel... Wir nehmen mal eine Farbe, die ich gar nicht habe. Die hier. Machen wir die jetzt einfach mal so hell. Und jetzt ändere ich die. Moment. Die ändere ich jetzt einfach mal in... Farbe auswählen. Jetzt macht er das wieder nicht. Ne, Moment mal. Langsam. Wir arbeiten. Jetzt. Genau, doch. Ich finde es schade. Ich habe genug Auswahl. Das geht. 15 Farben. Aber er hat die Farben geändert, die schon angemalt waren. Deswegen schaut jetzt mein Lila und Pink genauso aus. Beziehungsweise Purpur und Pink genauso aus. Das war ein Problem. Könnte ich noch ändern. Ah, gut. Bei den Grünen ist es übrigens genau das gleiche. Hier habe ich auch schon gleich angefangen mit den neuen Foundations. Ihr seht schon, Futter kommt hier fast gar nicht an. Und wir haben hier auch das Problem mit dem Wasser. Müssen wir auch noch anlegen.
hoffe, das bekommen wir heute alles hin. Jetzt fangen wir gleich mal an, direkt mit den Pinken. Wir hauen die jetzt mal rein. Es geht jetzt natürlich wieder los mit dem Rausfinden. Ja, Futtersort ist mir klar. Luftfeuchtigkeit. Wir gehen jetzt mit der Luftfeuchtigkeit mal ganz hoch. Jetzt ist natürlich wieder warten und genau hingucken, wann die Luftfeuchtigkeit aufhört zu blinken. Jetzt. Ganz kurz. Irgendwo bei 63 kann das sein. Gucken wir mal. Ja. Bei so 68, ja. 63 ist ein Stück zu niedrig. Wir müssen bei 64 jetzt auf, oder? Hoffentlich reicht 68 noch. Nein! Die Spannen werden immer niedriger, also kleiner. Machen wir 65, das müsste reichen. Machen wir hier auch gleich 65? Bei der blauen Schnecke waren das noch irgendwie zwischen 10 und 90% so ungefähr und es wird ja schon immer enger. Das passt. Das heißt, wir haben 65% Luftfeuchtigkeit. Das stellen wir gleich mal hier ein. Wir haben eine Standard-Luftfeuchtigkeit von 50%. Wir können sie noch erhöhen, genau, auf 65. Hier auch. Das ist immer so eine Sache. Passt. Gut, und jetzt müssen wir das gleiche noch machen mit der Schnecke, mit der Temperatur. Wir gehen jetzt einfach mal auf... Das Problem ist, die Temperaturspannen sind hier brutal. Wir gehen jetzt mal auf 100 hoch. Umso krasser ich das einstelle, umso schneller springt natürlich die Temperatur und dann übersehe ich das vielleicht sogar. Hier war es, ganz kurz. Habt ihr es gesehen? Aber wo war das? Ist es denn drüben eingestellt, standardmäßig? 25 Grad, okay. Das war irgendwo bei 50 Grad, kann das sein? 60 Grad, 50 Grad? Doch nicht. Oder habe ich mich verguckt? Hier. 47 Grad ungefähr. Stellen wir jetzt hier auch ein. Dann gucken wir nochmal, ob das auch stimmt. Ja, 47, komm, geh hoch. Hoffentlich reicht es dann noch. Echt jetzt? Okay. Dann ist es halt eben 44,4 Grad, ist ja wurscht. Aber das sollte jetzt passen. Wunderbar, 44 Grad. Das wird jetzt, glaube ich, da drüben saueng. Das bedeutet, wir haben Temperatur 25 Grad und wir müssen um 19 Grad hoch. Geht das? Ah, ganz leicht, ganz leicht. Wunderbar. So, was brauchen die pinken Schnecken eigentlich für Futter? Süßes Schneckenfutter, was kommt denn da an? Oh Gott, wir brauchen wieder das Neues. Und wir müssen das Frühstücksschneckenfutter noch mal ein bisschen pushen. Könnte natürlich jetzt ein Problem werden, weil mir wahrscheinlich das Weizen oder die Kartoffeln ausgehen. Oder Karotten oder sonst irgendwas. Naja, aber das sollte erstmal laufen. Also von der Temperatur her sollte das passen. Sonst fehlt nur das Futter. Was brauchen die Türkisen? Auch das Frühstücksschneckenfutter. Scheiße. Das soll übrigens Türkis sein, gell? Also, deshalb bekomme ich es nicht hin. Machen wir das gleiche Spielchen natürlich hier.
Genau, es geht dann Luftfeuchtigkeit natürlich wieder. Wir fangen wieder an, Luftfeuchtigkeit. Zack, hoch auf 100%. Aber ich glaube, wir müssten vielleicht bei der Schnecke nach unten gehen. Keine Ahnung, bloß eine Vermutung. Schaut stark nachher noch aus. Nein, tatsächlich, bei 95%. 94. Wow, okay, die schwimmen ja fast im Wasser. Ja, deswegen sind sie vielleicht auch blau. Oder türkis. Die Frage ist, bekomme ich jetzt hier 94% hin? Das heißt 44%. Oh nein, scheiße. Luftfeuchtigkeitsmodul brauche ich noch 2. Mal gucken, vielleicht geht es auch mit 90. Ist das jetzt zu hoch oder? Es passt doch nicht. Shit, wir gehen jetzt hier mal hoch. Es ist eine Spielerei, unglaublich. Wir gehen jetzt mal ganz kurz unter 90. Wenn ich unter 90 bin und es passt, dann bräuchte ich nur noch einen Luftfeuchtigkeitsgerät, Dingsbums. Scheiße. 97%. Ich brauche 2 Stück. Insgesamt 4. Kann ich die jetzt hoffentlich bauen? Wenn nicht, muss ich schnell wahrscheinlich Gewebe holen. Ne, geht. Also 1, 2, 1, 2. Oh, dann drehen wir das hier auf und das hier auf 17. Ich glaube, das ist ganz nachvollziehbar. Wir haben 50 Haus aus. 50% haben wir von Haus aus. Plus 20. Sind 70 plus nochmal 20 gleich, sind 90. Und dann brauche ich ja hier nur noch 7. Keine 17, dann hätte ich ja 107. Was ist das jetzt? Ich denke. %97. Ich schaue nochmal. 97, ja, es wird schon passen. Wir machen wir das gleiche Spiel. Vollgas. Vollgas. 7%. Dann male ich das jetzt erstmal noch kurz an. Ist ja tothässlich. Gut. Und jetzt das Spielchen noch mit der Temperatur. Dann haben wir die Schnecken eingestellt. Da haben wir schon wieder 2 Schnecken mehr, theoretisch. Wir gehen mal wieder nach oben Richtung 100 Grad. Es kommen ja noch mehr Schneckenfarben dazu. So, wieder aufpassen. Ja, hier irgendwo bei 65, 70 Grad war das. Oh, die hat eine große Spanne. Wir gehen jetzt mal runter oder hier hoch auf 63 und hier wieder runter auf 63. Das würde sogar gehen. Wir machen 70. Beziehungsweise, Moment mal, wir müssen aufpassen mit der Temperatur. Können wir hier 70 Grad einstellen? Wir können 60 Grad einstellen. Das ist zu kalt. 70. Was haben wir hier drüben eingestellt? Goldfisch lässt grüßen, das gleiche. Ja, 70 Grad. Das heißt, ich brauche hier noch ein Temperaturmodul.
Hey, irgendwann habe ich hier einen Turm bis oben hin. Hier können nämlich noch, übrigens habe ich da nur einen Inkubator. Das heißt, wir müssten die eh noch holen. Kann ich aber auf gar keinen Fall bauen. Doch, kann ich sogar. So, erstmal Temperaturmodul 1 sollte reichen. Zack, zack. Was hatte ich jetzt gesagt? Mein Gott. 71 Grad, 72. Wir haben jetzt halt 60, das heißt, wir müssen nochmal 12 Grad hoch. Da drüben auch. Und dann passt das. Und jetzt Inkubator. Und hier auch, ich muss das Zeug holen. Okay, Moment mal. Wir brauchen noch 3 davon, glaube ich. Oder machen wir mal 5, ich weiß nicht, wie viel drauf kommen. Wir machen mal 10, weil die pinken fehlen ja auch noch. Dann brauchen wir vielleicht noch ein Zeitmodul. 4. Und 4 Flüssigkeitstanks. Ja gut, mir geht ungefähr alles aus. Dann machen wir schnell eine Tour, holen den ganzen Mist. Was am ätzendsten ist, ist das Gewebe. Aber das habe ich Gott sei Dank. Ist ja geil. Dann sind wir gleich wieder da. Gut. Und dann müssen wir gucken, dass wir die Flüssigkeit dran bringen. Also Wasser. Dass wir da auch mehr Wasser... Also, mehr Wasser, also kein Salzwasser, ihr wisst, was ich meine, ranbringen und Futter. Das wird ein Problem. Oh Gott sei Dank, das war Autosave. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe jedes Mal Angst, dass das Spiel einfriert, obwohl das eigentlich noch nie passiert ist. Einmal, glaube ich. Gut, die Kamera läuft auch noch. Passt. Übrigens, wenn ihr das feiert... da dürft ihr gerne ein Abo da lassen, würde mich freuen. Wäre eine coole Sache. Auch wenn es oft super chaotisch ist. Naja, aber ist ja so ein bisschen auch, wenn man so will, Markenzeichen. Ungewollt. Eisenstangen. Leckt mich am Arsch. Gut. Gucken wir mal, ob wir das zum Laufen bekommen. Wir machen jetzt erstmal die Türkisen fertig und dann schauen wir mal bei den Pinken. Weil da müssen wir auch noch mehr Inkubatoren draufbauen, oder wie die heißen. Inkubatormodule. Das ist natürlich super dumm. Der Blueprint, den ich ja hier habe, ist erstens halb fertig und zweitens fehlen überall die Module. So. Mann. Sollte ich irgendwann mal nochmal neu anfangen, warum auch immer, keine Ahnung, dann baue ich das so, dass das in einen Designer reingeht. Eher dann die Höhe. Das ist scheiße so. Gut. Quatsch. Wie viel kann ich halt draufbauen? Da bin ich am Maximum, da bin ich auch am Maximum. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch das Zeitmodul, haben wir anscheinend schon. Und Flüssigkeits... Aha. Oh nein. Oder ist da schon eins dran? Moment mal. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Brauche ich auf jeden Fall noch ein Zeitmodul. Inkubator. Scheiße, ich kann die nicht von unten aus abreißen. Shit. Fuck. Kann ich bloß einen Inkubator machen? Ist hier ätzend. Dann brauche ich auf jeden Fall... Oh, das ist jetzt... Oder ich habe das ist voll verkackt. Das kann natürlich auch sein. Wir brauchen... Hit, ey. Wir brauchen Luftfeuchtigkeit 98%. Luftfeuchtigkeitsmodul. Ähm, 70.
90, weil ich drei Luftfeuchtigkeitsmodule brauche, deswegen. Ja, zwischen 7 und 8%. Dann brauchen wir 71, 72 Grad. Wir sind jetzt bei 60. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Temperaturmodul. Dann gehen wir hier auf 12 hoch. So, 11, 12. Dann brauchen wir auf jeden Fall, nein, Flüssigkeit und Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, ey. Temperatur. War denn es? Ich kann mir das einfach nicht merken. Wir brauchen noch eins. Und dann sind wir auf Temperatur 11 Grad nochmal. Wo ist denn das Temperaturmodul jetzt hin? Zwei Brutmaschinen, scheiße. Es geht bloß eine. Das sieht man übrigens auch die Zeichen. Also. Nochmal weg. Leck mich. Eins, zwei. Dann eins, zwei, drei. Zeit. Flüssigkeit. Mann, schwere Geburt. Wahrscheinlich brauche ich die Zeit gar nicht. Doch, Tageszeit, Nacht. Aber das stellt sich von alleine ein. 97 und 71. Luftfeuchtigkeit. Hier waren es dann nochmal so 7 ungefähr. Und Temperatur 60 und dann nochmal zwischen 11 und 12. Wo ist die Temperatur? Wahnsinn. Und ich dachte, ich kann den Turm so hochbauen, wie ich will. Also, dass ich bloß drei oder vier Inkubator-Module drauf machen kann, war mir klar. Aber mit den Temperaturen, das ist natürlich jetzt scheiße. Dann kommen halt sau wenig Schnecken raus. Das gleiche müssen wir hier machen, beziehungsweise hier passt es ja. Das heißt, auf jeden Fall muss ein Zeitmodul überall drauf. Höchstwahrscheinlich. Und ein Flüssigkeitstank. Und da könnte ich jetzt theoretisch nochmal drauf machen. Ich lasse mal einen Slot frei, weil sonst flippe ich wieder aus irgendwann. Machen wir das hier noch schön pink. Und hier auch. Gut. Ich sehe leider nicht, wie viel Kubik Wasser die brauchen. Aber wir könnten jetzt hier mal schauen. Aber das ist nicht überall gleich, glaube ich. Oh Gott, 60 Kubik. Also das sind schon mal bei den Grünen 120. In einer Leitung 120. Und bei dem Pinken hier nochmal 60, 180. Nochmal 60 sind 240. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass hier 240 Kubik Wasser rankommen und dann kann ich eine neue Pipeline aufmachen. Theoretisch für die letzten beiden. Gut, 240 Kubik. Yeah. Obwohl, fehlt gar nicht so viel. Einer. Lol. Kupferblech. Einen Rechenfehler gehabt. 120 und ne, passt schon. Ja. Obwohl 240, dann könnte ich vielleicht sogar doch noch eine Farbe auf jeden Fall anschließen in der Pipeline, weil 450 gehen ja durch. Ist ja MK3, ja.
Mann. Eigentlich wollte ich bloß schnell hier mal fix eine Zwischenfolge machen, damit ich das Schneckenproblem hinter mir habe. Aber irgendwie könnte sich das doch ziehen. Wo ist jetzt das Kupfer? Her mit. Gut. Ja, dann sehen wir mal, wie das andere ist. Weil es geht noch lang genug weiter mit Blei. Das wird. Mal schauen. Das heißt, ich klatsche da unten jetzt noch ein paar Wasserextraktoren hin. Kann ich die bauen? So viele? Also manchmal, Leute, hasse ich mein Leben so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Also ich brauche jetzt noch mal Kupferrohre. Ja, wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Das bekommen wir schon noch hin. Ich will auf jeden Fall, ja, zum Laufen bekommen werden wir sie nicht, leider, weil wir das Futter nicht hinbekommen. Leider, 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 leider. Aber wir könnten jetzt trotzdem mal hier gucken. Oder ab hier vielleicht mal. Dunkelgrün, purpur und blaue Schnecken haben wir. Hier kommt nichts mehr Neues. Pink, weiß und gelb, das haben wir auch. Und wenn wir es hier bei der grünen Anlage alles haben, dann haben wir alles aktuell, Stand jetzt. Nein, die fehlt uns noch. Unbekannt steht dort. Also uns fehlt noch diese komische ultra-dunkelblaue da. Und dann, was natürlich bei den beiden Anlagen noch rauskommt. So, 450 kann die Pipeline, richtig. Kann ich mir auch nicht merken, warum auch immer. Ja, aber es stimmt. Vierhundertfünfzig, das heißt. Sechzig, 120, 240, 300, 360. 420 und dann haben wir hier sogar ein bisschen Überschuss. Aber mir fehlen Kabel. Manchmal bin ich so dumm. Kann ich die schnell mit der Hand machen? Mit Sicherheit. Ich habe Kupfer dabei. Ah, easy. So viel Kabel brauche ich ja nicht. Obwohl, ich muss das alles noch anschließen, aber ja, es geht schon. Müssen wir hier nur noch überall die Pipeline setzen. Dann bekommen wir hier noch einen Strommasten und dann passt das. Wunderbar. Dieses Mal vergesse ich auch nicht, dass ich welche vergesse anzuschließen, so. Zum Beispiel den hier. Ist mir da hinten passiert. Da habe ich irgendwie 7 Stück vergessen anzuschließen und wundere mich, warum nichts funktioniert. Aber sie drehen sich alle, das ist schön. Passt. Das heißt, es müsste langsam genug Wasser kommen. Also mehr als genug. Und das sollte eigentlich noch für eine von den beiden Anlagen reichen, wenn die überhaupt Wasser brauchen. Das sehe ich ja erst, wenn das Ei da ist. Aber ich gehe mal davon aus. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch zur Schneckenfutteranlage. Beziehungsweise, wir gucken mal in unser Sortiersystem, ob vielleicht zufälligerweise schon die komische dunkelblaue Schnecke gekommen ist, aber hier passt alles, okay. Das wäre natürlich gesagt ein super Zufall, aber das sind 0,05%. Also 1/200 quasi. Nein, Quatsch, 0,5 sind 1/200. War das jetzt 0,05? Dann wäre es ja. Ach, keine Ahnung. Scheiß auf Mathe. Wenn sie da ist, ist sie da. Ja, da sind noch keine Schnecken gekommen, deswegen passen die Anzeigen hier noch nicht. Nee.
Gut, dann schauen wir mal zur Futteranlage hoch. Da wird mich jetzt wahrscheinlich der Schlag treffen. Warum kommt da eigentlich so wenig von diesem T3-Futter? Verstehe ich nicht. Ja, ich vermute, dass einfach die Grundressourcen ausgehen. Wir haben nämlich hier unten, ich nenne es jetzt einfach mal T1, die T1-Anlage, T2-Anlage und hier T3. Also hier ist, ich wollte schon sagen, alles voll, aber da kommt auch sogar schon ein bisschen wenig Weizen. Hier ist alles voll und hier kommen Äpfel und Weizen. Deswegen ist das so wenig. Genau. Und jetzt. Machen wir hier in diesem Karree. Also quasi. Karree ist es ja nicht wirklich. Hier drin. Die. Nächste Schneckenfutterart. Ja, kommt schon. Gut. Kann ich wahrscheinlich jetzt eh nicht bauen, oder? Komm. Küche. Ist das das? Schon irgendwie. Doch, passt. Oder? Ja. Bloß, ja gut, wir können trotzdem mal gucken, was wir brauchen. Das. Oh Gott, wir brauchen danach noch. Also T1, 2, 3, 4 machen wir jetzt. Und dann kommt noch anscheinend das pilzige Schneckenfutter dazu, wieder Autosave. Karotten, scheiße, Bananen ist kein Problem. Karotten ist das Problem. Wenn ich mir diese da hinten abzwack, werden die auch hier wieder fehlen. Gut, wir holen uns jetzt schnell. Das fehlende Zeug, das ist ja gleich da unten. Da hinten sind die Kupferstangen. Jawohl. Muss mal gucken, ob ich das irgendwie gepimpt bekomme. Ohne großen Aufwand. Zumindest Weizen und Karotten. Und wir könnten auch gleich mal gucken, was wir für das Pilzsäge brauchen. Weil dann müssten wir da auch noch gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr bekommen. Mit dem Dogo-Futter habe ich gar keine Ahnung, weil ich noch null Schimmer habe, was mir die Dogos bringen. Also es gibt ja dieses Dogo. Gehege. Weiß gar nicht, ob ich das schon freigeschalten habe. Farming. Entweder bin ich da. Dogo House. Das für 16 Dogos. Bekomme ich extra Ressourcen. Das ist quasi wie beim normalen Spiel, aber das kann ja auch totaler Scheiß sein. Ja, mal gucken. Oh nein, 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 nein. So bekommt man die Zeit natürlich auch rum. Das heißt allerdings, ich brauche da oben wieder Wasser bei dem Futter. Ich müsste das ja mal auschecken, wie das mit der Pipeline ausschaut. Ob die schon ausgelastet ist oder nicht, das müssen wir dann mal gucken. Gut, dann machen wir hier jetzt nochmal das Süße. Und hier will ich einfach mal gucken, was das Pilze gebraucht. Mycelium und Mais. Haben wir schon Mais in Verwendung? Nein. Das heißt, das wäre überhaupt kein Problem. Süße Schneckenfutter, genau. Wunderbar. Lass mich raus. Hier kommen anscheinend schon 450, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Aber hier geht schon alles hoch und wird verteilt. Naja, mal gucken, mal gucken. Aber ich kann es eigentlich mal ausrechnen, ganz einfach. Hier brauche ich 3 mal 30, das sind 90. Bei denen brauche ich gar nichts. Und hier auch, das sind 180. Also die Pipeline hat auf jeden Fall noch Megakapazität. Einfach noch ein paar Wasserextraktoren hinklatschen, dann passt das.
Gut. Puh, dann geht's denn das nächste Mal hier weiter. Und auf jeden Fall gucken, wie wir noch das Weizen und wahrscheinlich die Karotten gepimpt bekommen. Ja. Wir kommen hier aber alles hin. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.